Weitermachen vielleicht noch zwei Hinweise, was die dann doch jetzt begrenzte Zeit bis 22 Uhr angeht, nachdem wir uns dann hier mit den Anträgen zur Wasserskianlage beschäftigt haben, wurde als nächstes dann Top 7 und 8 zusammen behandelt werden. Das wäre die Robert-Rohn-Kantine. Dann müssen wir heute, ich sage es mal so ein bisschen drastisch, noch die Top 13 mit der uns befassen, was der HSKD angeht. Und es ist auch gebeten worden, dass wir auf jeden Fall den Top 20, das ist der Anbau Semperoper, also nie an die Semperoper, aber der Bau, was die Semperoper betrifft, angeht, dass wir dort uns damit befassen. Und dann ist auch gebeten, Top 22, das sind die Altkleidercontainer, dass wir uns mit der Vorlage heute auch noch beschäftigen. Nur so ein bisschen zur Orientierung. Ich würde es dann nochmal ankündigen bzw. dann zur Abstimmung stellen, ob das dann so geht oder nicht. Aber das ist schon mal jetzt gehört haben. Und deswegen eröffne ich die Sitzung wieder erneut mit den beiden Tops ehemals 23, 24. Wir würden so vorgehen, beide Antragsteller, wir würden in der Reihenfolge so vorgehen, erst SPD, dann CDU würden die Anträge einbringen, dann würden wir in der Rednerliste entsprechend vorgehen. Die AfD kann sich schon mal vorbereiten, dass er als erstes dann in der Fraktionsrunde dran sein wird. Und vielleicht noch geschäftsleitend gestatte ich mir den Hinweis, als federführender Ausschussbericht nehmen wir die vom Sportausschuss. Da wäre die Bitte noch mal zur SPD, weil wir ja gesagt hatten hier, dort müssen wir das noch mal schauen, wie das im Wirtschaftsverordnungsausschuss, das könnt ihr dann einbringen noch mal, dass wir das dann auch klar ziehen können, aber damit auch jeder weiß dann, welchen federführenden Ausschussbericht wir hier dann zur Abstimmung stellen. Okay, dann würden wir jetzt beginnen und Christine Sturm hat zuerst das Wort. Sehr geehrter Herr Oster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream und die, die noch da sind. Bevor ich den Antrag einbringe, möchte ich vielleicht ganz gern so einen kleinen Kick-off in das Thema für uns alle halten. Und vielleicht können wir heute dann nach den zwei Abstimmungen auch Herrn Riedel zum 20-Jährigen gratulieren, weil dort geht die Geschichte der Wasserskianlage in Leuben nämlich los. 2004 hat Herr Riedel die Genehmigung für eine Wasserskianlage bzw. das Nutzungsrecht für das Wasser erhalten und 2005 einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemeinsam mit der Verwaltung auf den Weg gebracht. Und in diesem Zusammenhang wird immer ganz gern vergessen, dass es auch dort einen sogenannten Durchführungsvertrag gab. Herrn Riedel wird ja von vielen Seiten auch immer also werden ihm gewisse Dinge vorgeworfen, aber Herr Riedel hat sich damals schon darum gekümmert, dass eine Fläche im Thurner Grund entsiegelt wird. Er hat Bürgschaften in fünfstelliger Höhe hinterlegt, die heute noch bei der Sparkasse liegen. Und er hat diverse Gutachten erstellt, unter anderem ein Böschungsgutachten. Er ist jederzeit den Forderungen der Verwaltung nachgekommen. Die Verwaltung hat dann in den darauffolgenden Jahren regelmäßige Dinge kritisiert, unter anderem die Anordnung der Container. Was immer weggelassen wird, ist, dass statt 12 Container, die einst genehmigt waren, nur 6 aufgestellt wurden. Und er hat auch jederzeit den Kontakt zur Verwaltung gehalten und für ein höchstes Maß an Transparenz gesorgt, denn wie wir alle wissen, sind dann bei der Umsetzung von am Schreibtisch entstandenen Ideen, die in der praktischen Umsetzung die Unterschiede zwischen Möglichkeit und Unmöglichkeit erst da. In den darauffolgenden Jahren hat der Eigentümer immer wieder probiert, Rechtssicherheit zu schaffen. Was ihm allerdings die Lage erschwert hat, waren die unterschiedlichen Eigentümerverhältnisse direkt vor der Wiese am Kiessee Leuben. Das Nachbargrundstück von der heutigen Wasserskianlage hatte einen anderen Eigentümer als die Landeshauptstadt und dieser hat ein sogenanntes Nomenkontrollverfahren eingeleitet, weshalb der Bebauungsplan aufgehoben werden musste.
Nun hat die Verwaltung in den letzten Jahren immer wieder diverse Duldungen auf den Weg gebracht. Und ich möchte dazu vielleicht auch noch einen Hinweis geben. Ich war ja zur Akteneinsicht letzte Woche Montag. Auch im Jahr 2005 wurden bereits einige Dinge kritisiert, aber stand doch überall drinne beim Thema Duldung, es besteht keine Gefahr für Landschaft und Umwelt. Nun hat im Jahr 2023 Herr Riedel von der Verwaltung die Räumung angeordnet bekommen und die Eröffnung wurde untersagt. Diesen Zustand haben wir bis heute und dazu wird die CDU-Fraktion ja gleich noch ihren Antrag vorstellen. Was mich an der Stelle sehr ärgert, ist, dass wieder mal keine Möglichkeiten und Machbarkeiten seitens der Verwaltung auf den Weg gebracht wurden. Das besagte Grundstück, von dem ich eben sprach, gehört aber heute der Stadt. Auf dieses soll Herr Riedel nun ziehen, obwohl es nur 70 Meter vom jetzigen entfernt liegt. Optisch steht es auf derselben Wiese und es liegt genauso im Außenbereich wie das bestehende Grundstück. Auch der Landschaftsschutz als Argument ist hier nur bedingt nachvollziehbar, denn die Flächen sind rein von der Struktur, also Wiese, Moor, Wald, sind einfach gleich und äquivalent. Und ich habe auch persönlich mit der Landesdirektion telefoniert und habe mich erkundigt, inwiefern denn Möglichkeiten bestehen, solche Dinge auch umzuändern, umzuwidmen. Und dies wurde mir positiv bestätigt. Mir wurde gesagt, Frau Sturm, wir verlassen uns auf die untere Naturschutzbehörde. Kein Problem. Eine bürgerfreundliche und aktive Verwaltung, die im Sinne derer denkt, die der Stadt und ihrer Gesellschaft Mehrwerte schaffen, war leider nicht zu erwarten und verursacht Frustration bei den Bürgern. Bei einer Bürgersprechstunde am 8.3. konnte ich der Sache noch mal auf die Dinge gehen, weshalb der Antrag, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, auch entstanden ist. Und aktive Bürger, die dort waren, haben ebenfalls die Petition auf den Weg gebracht, die 2500 Unterschriften hatte. Was fordern wir jetzt mit unserem Antrag? Wir beauftragen den Oberbürgermeister in einem ersten Punkt, eine Duldung der derzeitigen Nutzung auf unbestimmte Zeit, und ich betone, zu prüfen und dabei unter anderem bei Machbarkeit folgende Dinge in die Wege zu leiten. Eine Neuabgrenzung der Landschaftsschutzgebiete, benannt dann mit den Flurstücken, eine Erteilung einer Befreiung für die bestehenden Nutzungen und Baulichkeiten auf Grundlage nach § 8. Und in einem zweiten Punkt fordern wir, wie 2019 vom Stadtrat beschlossen, dass endlich eine Badestelle auf eigene Gefahr errichtet wird. Aus meiner Sicht dürfen wir nicht auf die Bürger setzen und erst recht bei dem Argument, was das Baden betrifft. Der Stadtratsbeschluss ist 5 Jahre alt. Wir gehen wieder jetzt, nicht nur ich, sondern auch viele in den nächsten Wahlkampf und haben dieselben Themen auf der Agenda. Es ist für uns alle nur frustrierend. Ich hoffe, wir finden heute gemeinsam hier zu einem guten Beschluss, der aktive Unternehmer, die 20 Jahre hier gute Dinge für die Stadt tun, unterstützt und alle Möglichkeiten sozusagen prüft, um ihn dort zu halten, wo er heute ist. Dankeschön. Okay, dann machen wir weiter. Eine Sache vergessen. Ich würde bitten darum, weil wir es ja im Sportausschuss nicht eingebracht haben, ob wir da über die WIFE-Fassung abstimmen können, weil es da so eingebracht ist, wie ich es gerade vorgelesen habe. Okay, tun wir dann abstimmen. Alles klar. Und ich würde jetzt die CDU-Fraktion bitten, ihren Antrag anzubringen. Und bevor dann AfD einsteigt, dann würde ich noch der Grünen-Fraktion die Möglichkeit geben, ihren Ergänzungsantrag noch vorher anzubringen, wenn gewünscht. Ne? Aber jetzt würden wir erstmal CDU-Fraktion das Wort erteilen, was ihren eigenen Antrag angeht. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger, liebe Sportler. Ich würde gern ergänzen zu all den Fakten, die Kerstin Sturm jetzt schon vorgetragen hat, und ich würde sie gern mitnehmen. Ich würde sie gern mitnehmen auf eine Runde über den Kiessee, so wie die Wakeboarder das erleben. Und zwar erleben seit dem Juni 2005. Und seitdem erleben wir hier Schüler, wir haben Sportler, im letzten Jahr 20.000 Menschen, die hier auf dem Wasser waren, die das genutzt haben, die hier bei Herrn Riedel vorbeigekommen sind und verweilt haben, was getrunken haben und viel Freude dabei hatten.
Ich selber mache auch eine gute Figur auf dem Board, allerdings nur bis zur ersten Kurve. Und dann hat sich das für mich erledigt. Da sind meine Kollegen zum Teil ganz anders unterwegs. Und ich kann Ihnen sagen, egal bei welchem Termin und wie häufig, das ist eines der wichtigsten Themen, sowohl das Baden im Kiessee als auch der Erhalt der Wasserskianlage. 2002 hat der Stadtrat das Thema mal auf Initiative, Steffen Kaden war da einer der Initiatoren, hier auf den Weg gebracht. Und als ich am Mittwoch letzte Woche im Stadtbezirksbeirat Leuben war, da konnte sich weder die Verwaltung noch einer der Alteingesessenen daran erinnern, in wie vielen Beschlüssen mittlerweile eine Beschlussfassung erfolgt ist zur Badestelle und dass die Wasserskianlage hier bleiben soll. Deshalb, ich will Sie ganz emotional damit berühren. Wir haben an dieser Stelle die Duldung, Sie hatten es gerade gesagt, die Duldung über viele, viele Jahre. Und es ist nicht nachvollziehbar, dass man mit dem Bauantrag, der nun Gott sei Dank genehmigt worden ist, wenn auch viel zu spät, auch hier hat Verwaltung lange, lange getrödelt, und dass Herr Kühn mit dem Bauantrag nicht die Nutzung der Service-Container erfolgt ist. Das ist Inhalt unseres Antrags, diese zur sofortigen Nutzung wieder zur Verfügung zu stellen. Die Sportler können ohne Technik, Sie haben es vorhin gesehen, es geht nicht ohne Technik, es geht nicht ohne Board, es geht nicht ohne Neoprenanzug und auch eine Toilette und was zu trinken, die Umkleide, all das braucht es, weil da kommen tatsächlich auch sehr viele junge Leute hin, die kommen dort nicht mit dem Auto hin, sondern mit ÖPNV, die können das alles nicht mitbringen. Es war bekannt und es gab ganz, ganz viele Gespräche über Monate, dass es zwingend erforderlich ist, diese Bauten nutzen zu können. Oder es hätte eben deutlich schneller gehen können. Und diejenigen, die Akteneinsicht genommen haben, haben gesehen, da ist 3 Monate lang nichts passiert. Und dann innerhalb von einem Monat, weil ja viele, viele Gespräche vorher gelaufen sind, das will ich auch nicht in Abrede stellen, dass das hier ausnahmsweise mal gut geklappt hat, da hätte Herr Riedl durchaus einen Antrag, also kaufen können, seine Container kaufen können, er hätte die Vorbereitungen machen können. Jetzt ist diese Saison nicht mehr zu retten, außer der Stadtrat wird heute, und davon gehe ich aus, erneut einen ganz, ganz breiten Beschluss fassen und sagen, wir wollen diese Wasserskianlage. Und diese Saison muss gerettet werden. Und da bitte ich drum und ich erwarte auch, dass dann sofort die Nutzung genehmigt werden kann. Morgen geht's los, wir wären dabei. Ich möchte auch an anderen Stellen zumindest noch mal kurz darauf hinweisen, wir haben im Stadtbezirksbeirat mit großer Sorge auch diskutiert, wie diese beiden Anträge zusammenpassen. Und die SPD hat im Stadtbezirksbeirat ihren Antrag komplett abgeändert, weil unsere Erfahrung mit der Verwaltung ist, sie nimmt jeden kleinen Anlass, um eben nicht im Sinne des Unternehmens zu agieren. Und Sie werden hier sehen, das Thema Ökologie, Ökonomie, es funktioniert hier ganz wunderbar. Ganz im Gegenteil, es sind die Sportler, die noch dafür Sorge tragen, dass es rings um den Kiessee ordentlich zugeht, die nämlich hier für Ordnung und Sauberkeit sorgen, in regelmäßigen Abständen. Und hier gibt es keinerlei Grund, dies nicht gemeinsam möglich zu machen. Und ich freue mich, dass uns das bei dem Beschluss zur Buga gelungen ist, miteinander festzulegen, dass beides bleiben wird. Und es ist auch klar, dass perspektivisch die Grundstücke neu geordnet werden müssen. Bitte das zum ist Schluss zwangsläufig mit der Frage Buga und dem Nutzungskonzept verbunden. Insofern sehen wir den SPD-Antrag dann auch als langfristige Option. Und jetzt muss aber als allererstes geklärt werden. Bitte, wir wollen morgen aufs Wasser. Dankeschön. Okay, dann frage ich trotzdem noch mal, macht eine Fraktionsrunde, dann beginnen wir die Fraktionsrunde. Herr Gilke, AfD-Fraktion, bitteschön.
Sehr geehrter Erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Die Wasserskianlage am Kiessee Leuben stellt mittlerweile eine sportliche Institution dar, die überregionale Bekanntheit erlangt hat. Dresden möchte sich gerne als Sportstadt sehen und auch nach außen hin darstellen, was auch passend ist für die Landeshauptstadt, denn Dresden ist eine Sportstadt, dazu gehört aber eben auch die Wasserskianlage in Leuben. Die Anträge der SPD und CDU würdigen diesen Anspruch und daher kann es für die Sportbegeisterten nur eine Zustimmung geben. Daher ist die Zustimmung der AfD-Fraktion selbstverständlich. Jedoch ist es leider nicht ganz so einfach, wo es was Gutes und was Positives gibt, gibt es auch immer Leute, denen das nicht gefällt, was dann zum Problem führt. Dies gilt es heute zu überwinden und hier zu einem guten Ergebnis für die Wasserskifreunde zu kommen. Ich bitte daher um Zustimmung und um Ablehnung des grünen Antrags. Vielen Dank. Dann würden wir mit Frau Mühle, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, weitermachen. Dann könnte die CDU noch mal überlegen, ob sie erneut noch mal einsteigt. Ich hatte Präsentation. Ach so. Wir müssen mit dem Pfeil weiter. Alles gut. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte KollegInnen, liebe ZuschauerInnen im Saal und im Livestream. Badestelle jetzt ist im Stadtteil plakatiert und gleichzeitig fordert die SPD auch die Herstellung von Baurecht am aktuellen Standort der technischen und gastronomischen Einrichtungen der Wasserskianlage. Und das ist auch die Frage, geht Wasserskianlage im Bestand und sichere Badestelle? Man macht es sich politisch, wie ich finde, sehr einfach, die leichte Lösung zu fordern, die es möglichst allen, aber doch wenigstens den Lauten, gerecht macht. Ob es vernünftig und vor allem ehrlich ist, ist eine andere Frage. Ich glaube nicht. Badestelle jetzt und gleichzeitig die Wasserskianlage unverändert im Bestand weiterführen, ist die Forderung nach der eierlegenden Wollmilchsau. Denn wenn man ehrlich ist, muss man sagen, die Wasserskianlage im aktuellen Umfang, man sieht es auf dem Bild, wie viel Platz sie einnimmt, doch mit einem sicheren Abstand, macht die Einrichtung einer sicheren Badestelle nahezu unmöglich. Dies aber, ein frei zugänglicher Natur- und Erholungsraum für die Menschen aus dem Stadtteil, muss aus unserer Sicht Priorität sein. In der Bürgerumfrage 2019 sagten über 300 Befragte, dass ihnen eine Badenutzung am Kiessee wichtig ist. Nur etwa 60 betonten die wassersportliche Nutzung. In der Machbarkeitsstudie der BUGA ist es auch so vorgesehen, dass vor allem dort ein frei zugänglicher Strandbereich mit Wassersportnutzung, aber eben auch sicherer Badestelle sein soll. Wir haben es bereits in der Beschlussfassung zum SPD-Antrag im Dezember 2019 betont, dass wir dieses doppelte Ziel Wasserskianlage im Bestand und sichere Badestelle nicht sehen, ganz abgesehen von den Eingriffen in den Landschaftsschutz und dem Antrag mit dieser Ergänzung damals nicht zugestimmt. Die Mehrheit im Stadtrat sah das anders und hat weiter die aus meiner Sicht Illusion aufrechterhalten, man könnte es dort allen potenziellen NutzerInnen recht machen. Es allen recht zu machen, ist aber nicht die Aufgabe des Stadtrates, schon gar nicht unter Missachtung von geltendem Recht bzw. Gerichtsurteilen. Das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht haben festgestellt, die jetzt dort befindlichen Anlagen, die nicht unmittelbar für den Betrieb der Wasserskianlage notwendig sind, wurden illegal errichtet in einem Landschaftsschutzgebiet und im grundsätzlich vor Bebauung geschützten Außenbereich. Und Unrecht wird nicht dadurch zu Recht, dass man es lange genug aussitzt. Baurecht, erst recht ein unbefristetes, ist am aktuellen Standort nicht herstellbar. Und Grund dafür ist nicht nur das Landschaftsschutzgebiet. Das ist spätestens nach dem Urteil des OVG aus dem Jahr 2022 klar, was auch der Grund war, dass 2023 dann die Nutzungsuntersagung und Räumung angeordnet wurde. Der Betrieb der Wasserskianlage an sich ist übrigens nicht untersagt. Jedoch wurden nicht vom Betreiber direkt nach Ende der letzten Saison Schritte für die Beräumung bzw. ein Umzug in die Wege geleitet, sondern erst im März diesen Jahres ein Bauantrag eingereicht. Einseitige Schuldzuweisungen an die Verwaltung, die in dem seit Jahren dauernden Verfahren Ermessensspielräume oft sehr weit ausgenutzt hat, sind nicht angezeigt. Gleichzeitig, das will ich deutlich sagen, verschließen wir uns in der aktuellen Situation nicht einer pragmatischen Lösung. Eine Baugenehmigung für Flächen außerhalb des Landschaftsschutzgebiets, die im Eigentum der Stadt Dresden liegen, liegt jetzt vor. Sie wurde nach nur einem Monat Bearbeitungsdauer erteilt und ist, das ist wichtig, befristet bis Ende 2030 und enthält danach auch eine Verpflichtung zum vollständigen Rückbau der Anlage. Bis zu diesem Zeitpunkt läuft auch die wasserrechtliche Genehmigung.
Deshalb beantragen wir, wie jetzt schon gesagt, auch die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung für den Antrag der CDU-Fraktion zur Grundlage zu nehmen. Und unser Ergänzungsantrag schließt sich an den an und enthält noch zwei Punkte, die über dieses Jahr hinausweisen und die Entwicklung der Flächen und Nutzung im Zusammenhang mit der BUKA einschließt und nochmal betont. Denn es braucht Offenheit des Geländes für die Entwicklung im Rahmen der Bundesgartenschau. Wir halten es nicht für richtig, jetzt schon eine langfristige oder dauerhafte Festlegung für das Wie und von wem einer kommerziellen Nutzung zu treffen, die über das Jahr 2030 hinausgeht. Klar ist für uns in der Folge, Oktober 2024 ist dann Schluss am aktuellen Standort. Die Container müssen versetzt an den Standort der Baugenehmigung werden und der aktuelle Standort weitestgehend in den ursprünglichen Zustand versetzt. Und klar ist für uns auch, so ehrlich muss man sein, weil es hier schon solche Forderungen gab, dieser Beschluss, wenn der heute getroffen wird, davon gehe ich aus, führt nicht dazu, dass morgen die gastronomischen Einrichtungen am Kiessee Leuben öffnen dürfen. Es ist auch möglich, dass die Verwaltung keine rechtlichen Maßnahmen mehr ergreifen kann, gebunden ist. Also wir lehnen den Antrag der SPD ab und stimmen dem CDU-Antrag in der Fassung des WIFÖ mit unseren Ergänzungen zu. Wir sind nicht gegen die Wasserskianlage, wir sind aber für allen für eine sichere Badenutzung und die Belange des Naturschutzes. Vielen Dank. Okay, dann frage ich mal CDU als nächstes. Steffen Kaden, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde im August diesen Jahres hier in diesem Haus mein 25-jähriges Jubiläum feiern. Und wenn es der Wähler will, geht es möglicherweise noch ein paar Jahre länger. Und die Wasserskianlage, die beschäftigt mich jetzt schon seit 22 Jahren. Ich war nämlich 2002 in meiner Fraktion derjenige, der damals den Antrag geschrieben hat, der Oberbürgermeister möge den Bau einer Wasserskianlage am Kiessee Leuben ermöglichen. Und wir haben seinerzeit den Oberbürgermeister Rosberg beauftragt, alles dafür zu tun und in die Wege zu leiten, dass das, was wir hier im Stadtrat beschlossen haben, auch Wirklichkeit wird. Und es wurde Wirklichkeit. Und die Stadt hat auch planungsrechtlich alles richtig gemacht. Sie hat nämlich einen Bebauungsplan aufgestellt. Und das, was Sie gerade vor mir gesagt haben, Frau Mühle, ist falsch. Es sind bauliche Anlagen errichtet worden, die haben dem Baurecht unterfallen. Und es ist eben kein Schwarzbau, wie hier mancher erzählt, sondern es ist durch eine Eigentümerin, die am gleichen Standort oder am Nachbargrundstück Wohnungsbau errichten wollte, sozusagen aus Gründen der Versagung gesagt, wenn ich nie darf, dann darf der auch nie. Und dann hat er im Prinzip diesen Bebauungsplan, was ja ein Bebauungsplan der Landeshauptstadt Dresden ist, die Situation vor sich gehabt, dass der Bebauungsplan gescheitert ist, und zwar für die am Land stehenden Serviceeinrichtungen. So, und das dem Herrn Riedel hier zur Last zu legen, ist aus meiner Sicht eine Riesensauerei. Und wer das hier dauernd wiederholt, dem muss ich einfach entgegenrufen, es ist falsch. Und er hat sich die Jahre danach immer bemüht, vernünftige Verhältnisse zu schaffen. Die Stadt hat es geduldet, sie ist dem Stadtratsbeschluss nachgekommen, alles zu tun und zu ermöglichen, dass man dort an diesem See eine Wasserskianlage haben kann. Und den Bauantrag, von dem Sie gerade erzählt haben, dass er im März gestellt wurde, ist auch falsch. Seit September ist Herr Riedel mit der Verwaltung im Gespräch, versucht auszuloten, wie kann man jetzt dort eine Situation finden, und zwar eine ermöglichende Situation, dass es mit der Wasserskianlage inklusive dieser Servicegebäude weitergeht. Die wasserrechtliche Genehmigung ist ja überhaupt nie angegriffen. Alles, was im Wasser steht, das Umlaufseil und die Masten, die können ja weiter betrieben werden. Aber es braucht auch an Land eine gewisse Einrichtung an Servicecontainern mit Maschinen und Umkleide und Toilette und vielleicht auch eine Stelle, wo man mal eine Bockwurst kaufen kann. Das braucht es einfach. So. Und ich frage mich immer, waren Sie eigentlich mal da gewesen? Herr Riedel hat alle Fraktionen eingeladen. Ich habe ihn mal gefragt, wie war denn der Rücklauf? Spärlich. Aus Ihrer Fraktion war, glaube ich, niemand dort gewesen. Und was ich überhaupt nie verstehe ist, schauen Sie sich doch mal die jungen Leute an. Die jungen Leute, die dort Wakeboard fahren, das sind Ihre Leute. Ja? Ich muss das aber hier mal klarstellen, weil Sie sich hier irgendwie zeigen, als ob sie da dagegen sind. Und ihre Diskussion, die sie jetzt aufmachen, man muss das Ganze zurückbauen, es muss kleiner werden.
ist aus meiner Sicht völliger Quatsch, denn auch der Badebetrieb, der momentan illegal ist, funktioniert trotz seiner Illegalität relativ gut. Was nie geklärt ist, ist das Thema Müll. Und da muss man mal die Frage stellen, wer hat sich denn in den letzten Jahren dort für das Landschaftsschutzgebiet wirklich engagiert? Das waren doch die Leute aus dem Verein und das war der Herr Riedel mit seinen Leuten, die dort Müll gesammelt haben. Die Stadt hat seit dem Erwerb der Flächen dort vor Ort nichts für das Landschaftsschutzgebiet getan. Das haben alles die Sportler gemacht. Und da muss man einfach mal den Leuten, die dort vor Ort von sich aus freiwillig Verantwortung übernommen haben, denen muss man hier mal ein großes Lob zollen, dass sie das gemacht haben. Ja? Dass sie das gemacht haben. Das ist nämlich, das ist bürgerschaftliches Engagement, über seinen Tellerrand hinaus zu gucken und wenn dort am Wochenende die Partys stattfinden von irgendwelchen Leuten, die dann dort grillen, am nächsten Tag dahin zu gehen und für ordentliche Verhältnisse zu sorgen. Und deshalb würde ich Ihnen nur empfehlen, überdenken Sie da wirklich nochmal Ihre Haltung. Ich finde die sehr ambivalent. Nochmal zu der Forderung. Der Herr Riedel hat jetzt die Möglichkeit, auf das neue Grundstück zu ziehen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Sie müssen dort ein paar Schachtarbeiten machen, Sie müssen den Lift entsprechend einrichten, die Hydraulik, alles, was Sie da brauchen. Das ist ja nicht von heute auf morgen gemacht. Ich habe auch mit der Verwaltung gesprochen, so nach dem Motto, das Umsetzen der 6 Container kann ja nicht so schwer sein. Ja, was wissen Sie denn darüber? Was wissen Sie denn darüber? Fragen Sie doch mal die Fachleute. Und es ist so, dass das Zeit braucht. Und für diesen Zeitraum braucht es jetzt einfach mal die Duldung der Stadt, dass man sagt, okay, diese Saison, wir haben vorgeschlagen, bis zum 15.10. kann man dort aufmachen, dann kann man doch für dieses Jahr geregelt. Und unsere Erwartungshaltung, und die möchte ich hier nochmal ganz klar formulieren, ist die, dass morgen am See der Betrieb beginnen kann. Das ist die Forderung unserer Fraktion an die Verwaltung. Dafür setzen wir uns ein und wir hoffen, dass das so ordentlich über die Bühne geht. Und dann haben wir dieses Thema heute mal entsprechend gelöst, obwohl ich schon 22 Jahre an dem Thema dran bin. Ich hoffe, dass es nicht noch mal 22 Jahre werden. Vielen Dank. Dann wäre die nächste Rednerin Frau Dr. Geitsch, Fraktion Die Linke. Dann wäre die SPD, würde Frau Sturm noch mal drankommen und dann Freie Wähler und dann FDP. Ja, sehr geehrter Herr Erster Oberbürgermeister, liebe Menschen auf der Tribüne, liebe Menschen im Stream zu Hause, auch wenn Sie es nachsehen, also nach der Veranstaltung sehen, und liebe Stadträtinnen und Stadträte. Kiessee in Leuben, Wasserski, so, danke, ich habe ja gerade Hinweis bekommen, ich bin halt körperlich nicht so groß, ne? Und dann muss man halt ein bisschen gucken, was geht. Dankeschön. Baden und Wasserski auf und im Kiessee, Leuben, was geht und was geht nicht. Frau Sturm hat die Historie schon mal dargestellt. Dann kann ich die jetzt weglassen. Die Anlage ist unstrittig ein Gewinn für die Sportangebote in der Stadt. Nun ist aber der Betrieb dieser Anlage ohne die Technik, und das hat Herr Riedel noch mal deutlich dargestellt, die Technik, die sich logischerweise in Ufernähe befindet, nicht möglich. Die Genehmigung dieser Anlage ohne die Technik ist schlicht Unsinn oder ein Schildbürgerstreich, wie man es auch immer nennen will. Der Betreiber, das wurde heute auch schon gesagt, Herr Riedel, ist bereit für entsprechende Veränderungen. Verlagerung der Technik, Neubeschaffung von Sanitärcontainern, aber das braucht eben seine Zeit. Nach seiner Aussage mindestens 3 Monate. Damit wäre die Saison in diesem Jahr vorbei. Ein großes Manko, wie ich finde. Bleibt das zum Betreiben der Anlage unbedingt trotz alledem Rechtssicherheit hergestellt werden muss und zum anderen ein unangemessener Eingriff in das Naturschutzgebiet vermieden werden sollte. Im Wifel wurde dazu bereits ein tatsächlich weicher, zustimmungsmöglicher Kompromiss gefunden. Jetzt komme ich noch zur anderen Seite, die Nutzerinnen. Die Anlage wird von Menschen außerhalb von Dresden, so aus Berlin und aus Tschechien, genutzt. Doch nicht nur überregional ist diese Anlage bekannt und beliebt, sondern auch, und das ist besonders wichtig für uns als Linke, Dresdner Schülerinnen und Schüler nutzen diese Anlage im GTA. Und insbesondere mit Blick auf diese Nutzerinnengruppe ist es wichtig, diese Anlage und dieses Angebot auch in dieser Saison zu erhalten.
Es ist eine sinnvolle Ergänzung zum Sport in der Halle oder auf dem Sportplatz. Das Baden steht auf dem anderen Blatt, sage ich. Weil das Baden kostenfrei ist, wird es natürlich gerne genutzt. Die Verbotsschilder werden einfach ignoriert. Darüber haben wir hier im Stadtrat auch schon gesprochen, werden einfach als Ablage genutzt. Jedes Jahr kommt es aber auch zu Badunfällen. Deshalb muss das Baden aus unserer Sicht, aus Sicht der Linken, gesichert ermöglicht werden. Und wir haben das heute auch schon gehört, bereits 2019 spätestens haben wir hier im Stadtrat einen entsprechenden Entschluss dazu gefasst. Bei entsprechenden Sicherungsmaßnahmen sollte ein Betreiben als offene Badestelle möglich gemacht werden. Die ist für Dresden tatsächlich nicht von schlechten Eltern, wäre die. Wir wissen, das Baden in Dresden ist immer schon wieder mal Thema hier im Stadtrat gewesen. Bringen wir heute deshalb eine sichere Sportanlage und gesichertes Baden auf und im Kiessee Leuben auf den Weg. Wir als Die Linke wollen deshalb dem Kompromissvorschlag im Wühlfühl zustimmen. Dankeschön. Danke, dann machen wir weiter. SPD, Frau Sturm und dann Freie Bürger, würde ich gleich Herrn Lippmann einordnen. Ne? Ja, ich nochmal, ganz kurz. Ich versuche mich kurz zu fassen, wir haben noch ein bisschen was vor. Aber so kann ich das einfach nicht stehen lassen. Frau Mühle, Sie unterstellen mir Augenwischerei, da platzt mir die Bluse, das sage ich Ihnen, wie es ist. Und ich sage Ihnen jetzt, warum. Und ich sage Ihnen jetzt, warum, weil das Quatsch ist. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und das haben die letzten 20 Jahre gezeigt. Augenwischerei ist zurzeit die Buga. Wie finanzieren wir das denn? Sie wollen jetzt bestehende Unternehmer, Sportler dort wegjagen. Und Sie wissen noch gar nicht, in welcher Form und wie die stattfindet. Und wie es der Herr Kahn schon gesagt hat, wer isst denn da ein Würstchen? Gar keiner, haben wir dann dort gar keine Infrastruktur mehr. Und was ich auch noch betonen wollte, das hat Herr Kahn auch schon angesprochen, der Kiessee ist vermüllt und verdreckt. Dort gehen jeden Samstag, auch im Winter, Leute baden. Und ich möchte mal betonen, wir fordern die ganze Zeit eine Badestelle auf eigene Gefahr. Und jetzt kann man ja an dieser Stelle auch an den normalen Menschenverstand appellieren. Jetzt nehmen wir mal Ihre Skizze, die Sie hatten. Na super, dann haben wir halt auf der Seite, wo die Wasserskianlage fährt, eine kleine Fläche zum Schwimmen und gegenüber halt auch noch eine. Reicht doch, ist doch prima. Und die Bürger vor Ort, die waren da, von denen ist diese Petition. Die wollen dort sitzen mit ihren Enkeln, ein Würstchen essen, Kaffee trinken und einen Tee und wollen denen zugucken, weil, wie es Frau Arnold angeworfen hat, weil es cool ist, weil es fetzt und weil es einfach die Bürgerinnen und Bürger zusammenbringt. Und vergessen Sie mir auch nicht, dass Leuben auch teilweise eine schwierige Ecke ist. Die haben nicht viel. Es ist ein schönes Gebiet und das kann man nutzen. Ich meine, einfach machen wie Sie, Herr Zastrow, habe ich meine Vorbehalte, aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ich bitte Sie heute, unserem Antrag zuzustimmen und der CDU und den von Ihnen abzulehnen. Dann wäre Klaus Lippmann der nächste Redner, Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Ja, sehr geehrter Herr Erster Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Vortrag von Frau Sturm müssten wir jetzt eigentlich sofort abstimmen, so emotional und nachdrücklich. Kann ich hier das nicht bieten. Unsere Fraktion wird aber beiden Anträgen zustimmen. Wir haben in beiden Ausschüssen zehn Sekunden Gutschrift. Geht los. Ja, wir haben in beiden Ausschüssen einen sehr engagierten Unternehmer kennengelernt, der sich hier für eine Sportanlage einsetzt und ich appelliere an die Runde hier, wir sitzen oder haben gesessen im Ausschuss für Sport und im Ausschuss Wirtschaftsförderung und beides macht Herr Riedl mit seinem Unternehmen 20 Jahre lang zum Vergnügen von vielen Menschen, die regelmäßig dort besuchen, dort ihren Sport treiben. Wir werden eben zustimmen, auch unter dem Aspekt, dass hier die Verwaltung vielleicht doch nicht die glücklichste Figur gemacht hat, wenn man dem Rechtsanwalt von Herrn Riedl glauben kann, und das tun wir natürlich, dann hätte man hier eine bessere Lösung finden können, die genau diese Diskussion jetzt hier erspart. Es redet nicht dem willkürlichen
Unternehmen oder der Landnahme für irgendwelche Angebote das Wort, so nicht. Aber das steht seit 20 Jahren dort. Und wie gesagt, es gab Möglichkeiten, dort das bis dato auf richtig legale Füße zu stellen. Wobei ich auch nicht gesagt habe, dass es illegal war. Das ist alles erläutert worden im Ausschuss und es war alles nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar war, wie gesagt, das Agieren der Verwaltung in dem Punkt. Wir sehen da gewisse Parallelen auch zu den Filmnächten. Mit Blick auf die Buga, ich denke, da werden die Karten in den nächsten Jahren neu gemischt. Man wird sehen in dem Planungszeitraum, ob dieses Angebot sich verstetigen kann, auch nach 2030, solange wie die wasserrechtliche Genehmigung dort vorliegt, oder ob der Unternehmer vielleicht ein besseres Angebot, ein anderes Angebot hat, wie auch immer. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber es sollte auf jeden Fall nicht irgendwo ein Schlussdatum jetzt hier von uns beschlossen werden. Die Duldung, wie gesagt, bis Ende, Mitte Oktober ist sinnvoll und darüber hinaus eine Duldung auf unbestimmte Zeit. Wir hatten im Ausschuss gesprochen, solange die wasserrechtliche Genehmigung vorliegt, also bis 2030. Dem stimmen wir so auch zu und wir hoffen, dass dann die Buga-Planung das adäquat berücksichtigt und sowohl die Sportler als auch die Badenden dann dort auf ihre Kosten kommen nach 2030. Vielen Dank. Dann wäre jetzt Herr Maloney, FDP-Fraktion, dran. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, die Wasserski- und Wakeboardanlage ist natürlich eine Bereicherung für die Stadt, für den Stadtteil, für alle. Es ist eine Sportstätte, die sehr rege genutzt wird von ganz vielen Menschen. Und wo, wenn nicht in Sportstätten, wo Menschen zusammen Sport machen, wo sie zusammen Spaß haben, wo denn findet man, schafft man es denn mal wirklich gesellschaftliche Unterschiede zu überwinden, schafft man zusammenzukommen, Dialog zu kommen. Also von daher ist es eigentlich gar keine Frage, ob man für oder gegen den Erhalt dieser Sportstätte ist. Man ist natürlich dafür. Also wir brauchen, glaube ich, nicht in diesem Rat hier über die Bedeutung von Sportstätten zu reden. Insbesondere dann, wenn wir einen engagierten Betreiber haben, der dort eine richtig geile Anlage betreibt, die auch Ruf hat. Wir haben es gerade gehört, da kommen auch Leute von außerhalb von Dresden, auch von außerhalb von Sachsen hierher, um dort mal eine Runde zu drehen. Ich selber kann es leider nicht. Ich früher in anderen Sportarten, aber ich finde es schön, dass es sowas gibt. Und ich weiß, dass es da auch viele, es gibt es nur zu lachen. Ich weiß auch, dass es da ganz viele junge Menschen gibt und auch ältere Menschen, wie den Herrn Kraden zum Beispiel, die das eben gerne mal machen. Und ich finde das auch, absolut richtig. Ich finde es auch wunderbar, dass wir heute hier zwei Anträge haben, weil das garantiert nämlich, dass, wenn wir beide Anträge beschließen, die Verwaltung entsprechend auch unter Druck ist, dort was zu realisieren. Und ich glaube, gerade der GB7, der, ich nenne es mal so schön, Bedenkenträger-Geschäftsbereich, hat das hin und wieder mal nötig. Und Frau Müller hat das ja gerade eindrucksvoll unterstrichen, dass wir genau das hier dringend brauchen. Ich finde sogar den SPD-Antrag ein Stück mutiger, weil der SPD-Antrag geht dahingehend, dass wir das Ganze irgendwie versuchen zu verstetigen. Und von der technischen Seite her, wenn man sagt, okay, wir verlegen so ein paar Container mal ein paar Meter. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Ahnung hat, was eine SPS-Steuerung ist, was eine geschirmte Leitung ist und was es bedeutet, so eine Steuerung mit einer geschirmten Leitung mal um 70 Meter zu verlegen. Das ist ein Riesenakt. Wenn Sie eine Produktionsanlage innerhalb einer Produktionshalle mal um 20 Meter verrücken, haben Sie da schon einen Riesenaufriss. Bei so einer Anlage wird das viel größer. Von daher auch vielen, ich weiß gar nicht, warum ich das heute sage, vielen Dank an Christine Sturm für dieses Plädoyer. Ich glaube, das erste Lob von mir jetzt innerhalb von 5 Jahren. Gut gemacht. Und natürlich kann man beiden Anträgen einfach nur uneingeschränkt zustimmen. Und da appelliere ich, meine, von den Grünen erwarte ich nichts, aber ich denke mal, der Rest des Rates kriegt das auch hin. Vielen Dank. Damit hätten wir die Fraktionsrunde zunächst abgeschlossen. Wir würden in die zweite Runde einsteigen. Da zunächst erstmal Max Aschenbach, dann Frau Mühle, dann Herr Kentschmer. Hallo. Diesen unterhaltsamen Law-and-Order-Battle zwischen einer laissez-faire CDU und den grünen Hardlinern begrüße ich ausdrücklich. Einst hielt ich eine schöne Rede mit dem Titel Ode an das Opportunitätsprinzip zum Gießseeläuben. Eine Lobpreisung der Seen, die tatsächlich in ihrer Beschaffenheit und Lage etwas Besonderes in einer Stadt sind. Und
Ein Lob an die Verwaltung, die ausnahmsweise mal was richtig machte und ebenso auf das gesetzlich konstruierte Badeverbot kackt wie die illegalen Bademassen. Und das rechtlich einwandfrei, dank des erwähnten Opportunitätsprinzips. Es besagt, dass eine Ordnungsbehörde nicht einschreiten muss, wenn ein Eingriff unverhältnismäßig wäre. Und das begreift sogar die sonst allzu oft völlig lebensfremde Stadtverwaltung. Tausende Badende zu vertreiben, würde zum offenen Aufstand führen. Die gerechtfertigte Jagd aufs Ordnungsamt wäre eröffnet. Aber darum geht es ja heute nur am Rande. Es geht um die Servicecontainer der Wasserskianlage. Imbiss-Klostechnik und dergleichen. Die stehen seit fast 20 Jahren da. Aber in einem gerichtlichen Nachbarschaftsstreit wurde der vom Stadtrat beschlossene Bebauungsplan für unrechtmäßig erklärt und nun fehlt die Rechtsgrundlage für die Buden. Anstatt nun eine Lösung für eine Rechtsgrundlage zu suchen, denn eigentlich will niemand, dass Wasserskianlage und Drumherum-Kram endgültig verschwinden, müssen die Container weg. Und zwar sage und schreibe 70 Meter weiter. Dafür muss zwar am neuen Standort erstmal alles planiert, umgepflügt und betoniert werden, damit die ehemalige Zufahrt der Kiesgrube, wo die Container jetzt stehen, wieder ordnungsgemäß Kies präsentiert statt Pommes. Toll. Regeln sind immer so doof wie die, die sie durchsetzen. Duldung bis Oktober, Duldung forever, ich stimme zu. Dabei kann ich dieses Wasserskigedöns gar nicht leiden. Aber andere haben Spaß dran. In diesem Sinne, Kies sehen Läuben schützen, Buga verhindern, Leben retten. So, dann machen wir weiter mit Frau Mühle und dann Herrn Skenschmann. Ja, ich habe zum Glück keine Bluse an. Ich würde dann als erstes erstmal den Verwaltung, also den Baubürgermeister und vielleicht auch Frau Jeniken bitten, nochmal Stellung zu nehmen zu dem, was hier gesagt wurde, zum Beispiel zu anrufen bei der Landesdirektion oder wie leicht es doch wäre, dort hier zu dulden oder Baurecht herzustellen. Weil es war eben nicht die Verwaltung, die hier gesagt hat, wir können keine Baugenehmigung erteilen, sondern es waren zwei Instanzen, die gesagt haben, das ist dort nie möglich. Und es war auch nie nur eine Klage gegen den ursprünglichen Bebauungsplan, sondern es war erst ein Bau, der außerhalb einer ursprünglichen Baugenehmigung lag und dann der Versuch, eine Baugenehmigung einzuklagen, die eben durch zwei Instanzen gescheitert ist. Und ich habe auch Akteneinsicht genommen und habe da genau gesehen, wie die Vorgänge waren. Und zu der Schuldzuweisung der Verwaltung habe ich vorhin schon was gesagt. Und dann möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, weil wir hier so angegriffen worden sind, ich habe ja gesagt, wir stimmen dieser Duldung, in Anführungsstrichen, zu, wenn die Verwaltung oder auch der Oberbürgermeister das für möglich hält, weil rechtswidrige Beschlüsse kann er auch nie einfach durchführen. Und wir wollen auch die Wasserskianlage dort nicht vertreiben. Wir wollen nur nicht, dass sie jetzt dort für immer in dem jetzigen Umfang festgeschrieben wird. Und auch die Petition, die zugegebenermaßen, die haben viele Menschen unterschrieben, das ist mir klar. Aber auch in der Petition wird wieder beides gefordert, ist miteinander vermengt. Die fordert die Wasserskianlage und die sichere Badestelle. Und das ist eigentlich einfach schwierig. Und es ist halt nicht einfach so, dass man jetzt ein Schild hinmacht, Baden auf eigene Gefahr. Das ist nicht so einfach, weil dann ist man in einer ganz anderen Haftungsfrage. Und man braucht Wege, mit denen man dann Menschen trotzdem notretten kann, auch wenn es keine bewachte Badestelle ist. Also soll es ja die Machbarkeitsstudie geben. Und da sind wir auch dafür, genau. Ich verwahre mich dagegen, dass wir hier irgendjemanden vertreiben wollen. Das wollen wir gerade nie. Wir wollen nur nie eine Nutzung für immer festschreiben und das Gebiet dort wirklich für die Menschen entwickeln und nicht für Einzelne. Okay, dann Jens Genschmer, bitte. Und ich würde mal schon fragen, wenn es dann keinen weiteren Redebedarf gibt, würde dann Baubürgermeister Stefan Kühn, dann auch Frau Jeniken, wenn sie möchte noch mal Stellung nehmen und dann würde ich vorschlagen, dass wir zur Abstimmung kommen. Jens Kenschmar, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere Bürokratie, die ist ein Wundertraum. Ich freue mich als erstes, dass wir im Wahlkampf sind, weil sonst hätten wir heute HSKD und wahrscheinlich die Wasserskianlage würden wir wohl zu keinem Beschluss kommen.
Ich freue mich, dass wir Wahlkampf haben, dass sich die SPD von ihrem grünen Anhängsel so ein bisschen befreit und mal eigenes Denken entwickelt. Und auf einmal findet man die auch irgendwo ein bisschen menschlich und nachvollziehbar. Frau Sturm, gute Rede. Und das sollten Sie vielleicht mal machen. Dann kommen Sie vielleicht auch aus dem Tief irgendwann mal wieder heraus. Nicht so viel grün blinken. Sage ich ja auch immer bei der CDU, da ist bei mir da die Überzeugung noch nicht so angekommen. Aber wie gesagt, die machen ja eigentlich, sollten die ja noch eine andere Rolle spielen. Aber naja, das Loslösen fällt auch Kindern immer schwer. Wenn wir diese, was wir hier in der Verwaltung erleben, in den letzten, eigentlich seit der Wiedervereinigung, ist ein Irrsinn. Wenn wir in unserer Stadt diese Entwicklung in den letzten 100 Jahren gehabt hätten, dann hätten wir kein Rudolf-Harbig-Stadion, weil der Ilgen dort einfach mal gesagt hat, ich baue ein Geld, gebe der Stadt Geld. Wenn es damals schon Grüne gegeben hätte, der würde heute noch um Genehmigung kämpfen. Wenn die Gebrüder Arnold gesagt haben, wir bauen dort ein Bad, die würden sich noch hinten anstellen, da würde die grüne Verwaltung immer noch arbeiten. Ein Fernsehturm. Der würde noch nicht einmal auf ein Fundament ausgehoben worden sein. Ich weiß, die Grünen wollen den weg haben. Das, was hier in der Verwaltung abgeht, wie hier mit selbstständigem Engagement umgegangen wird, ist eine Schande. Diese Verwaltung arbeitet für den Bürger. Die kriegen das Geld, ob sie einen Bescheid ausstellen oder nie ausstellen. Jens, mal den Finger runternehmen, bitte. Ja. Es ist, weil das eine Schande ist, wie mit den Leuten umgegangen wird. Und das fängt an bei Leuten, die in der Neustadt die BAN organisieren, die Probleme mit der Verwaltung haben. Das geht über das Elbhangfest, das geht bis zur Wasserskianlage. Und da zeige ich 15 Mal den Finger. Weil das ist für die Leute nicht mehr durch. Wenn man ein Verständnis kriegen will, warum die Leute so gefrustet sind in der Gesellschaft, kommt zu mir an den Lugturm, redet mit den Leuten. Und da kommen Leute aus dem Lager und da kommen Leute aus dem Lager. Die verstehen es nicht mehr. Und wenn wir mit dem Herrn Riedel so umgehen, dann versauen wir es uns mit unseren Bürgern. Meine Schwiegereltern, die sind beide über 80, die waren nie Wasserski. Die sind noch ein bisschen älter als der Steffen. Kleines bisschen. So, aber die gehen dort gerne mal eine Runde um den Kiessee, setzen sich hin, trinken einen Kogel, essen eine Kleinigkeit. Die Leute aus Leuben gehen dorthin, du hast es gerade vor uns gesagt. Das ist ein Kleinod in der Stadt und in einem wirklich nie optimalen Stadtteil, wo es auch Probleme gibt. Und die Grünen machen alles kaputt. Ich kann es nie ausführen. So, wie vereinbart. Wie vereinbart würden wir jetzt die Debatte abschließen. Baubürgermeister Stefan Kühn würde noch mal Stellung nehmen und dann gehen wir. So, kriegen wir uns alle ein? Baubürgermeister Kühn würde jetzt noch mal Stellung nehmen und dann würden wir uns mit dem Verfahren beschäftigen, wie wir dann zu den Beschlüssen kommen können. Stefan Kühn, bitte. Genau, also ist wie mit der Königsbrücker Straße. Bin seit 3 Jahren im Amt, aber natürlich für die ganzen Verfehlungen sozusagen und Probleme der letzten 25 bis 30 Jahre verantwortlich. So ist das natürlich auch bei der Wasserskianlage. Mal Spaß beiseite, mir platzt dann aber auch sozusagen der ein oder andere Knopf am Hemd, wenn ich hier so einen Unfug höre, will ich jetzt mal so deutlich sagen. Wir gehen mal zurück ins Jahr 2005. Da gab es nämlich eine Baugenehmigung im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der dann später, ist schon gesagt worden, im Rahmen eines neuen Normenkontrollverfahrens leider erfolgreich angegriffen wurde. Von dieser Baugenehmigung hat Herr Riedel aber nie Gebrauch gemacht. Sondern er hat einen anderen Servicebereich an einer anderen Stelle errichtet. Hätte Herr Riedel sich an seine Baugenehmigung damals gehalten, wäre die Baugenehmigung trotz Unwirksamkeit des Bebauungsplans weiterhin gültig gewesen. Nur das mal sozusagen zur Richtigstellung, wenn wir hier schon Geschichtsaufarbeitung machen. Also, dann hat er 2011 einen Bauantrag eingereicht, auch abweichend von der Baugenehmigung realisiert.
Der Bauantrag wurde abgewiesen. Der Rest ist bekannt. Landesdirektion, Oberverwaltungs- und Oberverwaltungsgericht haben das entsprechend bestätigt. Insofern ist der Rechtsweg ausgeschöpft gewesen. Das ist, denke ich, hier allen bekannt. Im letzten Jahr habe ich persönlich, Herr Genschmann, hören Sie vielleicht mal auch zu. Gut. Im Sommer, im Juni vor Ort, Herr Lämmerhirt war auch zugegen, dem Herrn Riedel einen Lösungsvorschlag unterbreitet, wie wir es machen können. Nämlich die Frage, der Container sozusagen außerhalb des Landschaftsschutzgebiets aufzustellen. Im Juni war das. Wir haben also einen Plan aufgezeigt, wie es gehen kann. Also im Sinne von, die Verwaltung erzählt immer, was nicht geht und was, sondern ich habe einen konkreten Vorschlag gemacht, über den er, glaube ich, auch dankbar war. Dann hat es aber gedauert, bis wir Unterlagen bekommen haben. Wie gesagt, wir reden dort nicht über ein Haus oder ein komplexes Bauvorhaben, sondern wir haben dann 3 Monate gebraucht, bis zum 27.09. Unterlagen kamen. Diese waren aber nicht prüffähig ausgearbeitet. Es gab dann im Oktober eine Genehmigungskonferenz, haben wir ihm mitgeteilt. Er hat dann entsprechend auch seinen Planer gewechselt, damit er dann entsprechend einen prüffähigen Bauantrag hinbekommen hat. Also die Versäumnisse lagen nicht bei der Verwaltung. Es ist nicht so, dass über Monate nichts passiert ist, sondern wir haben immer, die Tür stand immer offen, übrigens die auch von der Leiterin des Amts 15, Frau Zimmermann, und haben immer geholfen und unterstützt, aber er musste seine Hausaufgaben auch machen. Also nicht die Verwaltung hat Versäumnisse, sondern er hat einfach keine genehmigungsfähige Planung hinbekommen. Als er dann den Bauantrag eingereicht hat, der genehmigungsfähig war, und beziehungsweise vollständig, am 18. März, also nochmal Monate später, haben wir innerhalb von 4 Wochen, normalerweise haben wir für Baugenehmigung 3 Monate, am 17.04. den Bauantrag entsprechend genehmigt. Also hier zu behaupten, die Verwaltung hätte über Monate nichts gemacht und sie hätte beim Bauantrag noch getrödelt, unter einem Monat, finde ich ehrlich gesagt unlauter, insbesondere auch, weil wir uns immer konstruktiv um eine Lösung an der Stelle bemüht haben und an der Gegenseite sozusagen leider immer wieder an Verlässlichkeit an der Stelle gefehlt hat. Und ich will das auch nochmal sagen, es gibt gerichtliche Entscheidungen, ich wiederhole mich da, an die die Verwaltung einfach auch sozusagen ein Stück weit nämlich zurück gebunden ist. So, letzte Information noch zu dem Thema. Die Machbarkeitsstudie für die Badestelle ist mittlerweile beauftragt, also auch dieser Prozess geht weiter. Zusammenfassend, wir haben immer eine Lösung untersucht, ich gesucht und unterstützt, ich persönlich auch. Insofern ist es völlig in Ordnung, dass wir über das Thema hier reden, aber der Verwaltung hier nichts tun, Versäumnisse, Blockade und was auch immer zu unterstellen, ist einfach unlauter. Und wer da in die Akten guckt, wird es auch feststellen. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Abstimmungsverfahren. Für beide Anträge ist als Abstimmungsgrundlage beantragt, die Ausschussberichte Wirtschaftsförderung als Grundlage zu nehmen. Das würde ich als erstes abstimmen. Und dann würden wir uns so, wie in der Tagesordnung in der Reihung vorgegeben, würden wir uns erstmal mit dem SPD-Antrag bzw. Ausschussbericht beschäftigen. Dann würden wir zum zweiten Antrag CDU bzw. Ausschussbericht und auch den Ergänzungsantrag, was Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angeht, den auch natürlich zur Abstimmung stellen. Gut, dann würden wir erstmal uns mit dem Top 23, also SPD-Antrag, befassen. Wer hier zustimmen kann, dass wir als Abstimmungsgrundlage den Ausschussbericht Wirtschaftsförderung nehmen, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das wäre mit 65 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltung so bestätigt. Und so stelle ich den Ausschussbericht Wirtschaftsförderung zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Bei 50 Ja, 15 Nein
so mehrheitlich beschlossen. Wir kommen zum Top 24. Und zunächst stelle ich wieder hier zur Abstimmung den Ausschussbericht Wirtschaftsförderung zu nutzen. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 64 Jahren, 0 Nein, 0 Enthaltung, so beschlossen. Dann nehmen wir das als Grundlage, was den Wirtschaftsförderungsausschussbericht angeht. Und zunächst stelle ich zur Abstimmung den Ergänzungsantrag Fraktion Bündnis die 90 Die Grünen, die den Ausschussbericht hier ergänzen möchte. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 16 Ja, 38 Nein, 10 Enthaltungen. So, keine Mehrheit gefunden. Und den unveränderten Ausschussbericht stelle ich zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 61 Ja, 1 Nein, 1 Enthaltung ebenfalls so beschlossen. Vielen Dank. Und wir wurden in der Tagesordnung